Hallo Leute, weiter geht's bei Haunting Grounds. Im letzten Part wussten wir nicht so richtig, was zu tun gilt. Aber ich habe mir mein Part selber angesehen und ich habe eine letzte Idee. Uns wurde ja gesagt, ein blaues Licht zeigt uns den richtigen Weg. Und ich denke, ich weiß, was für ein blaues Licht da gemeint ist, nämlich dieses hier. Ich hoffe, das kommt... Ja, es kommt mit. Super. Okay, es darf mich jetzt bloß nicht treffen, ansonsten löst es sich ja auf. Oh Gott, Huey. Er knurrt. Daniela darf jetzt nicht kommen. Wo ist das Licht? Da. Ich nehme mal stark an, ich muss das zu dieser komischen Laterne dort bringen. Hier auf der rechten Seite. Hier rein vielleicht? Und diese Laterne ist ja nicht umsonst da. Jetzt muss es nur noch da reingehen. Und? Tatsächlich. Ja, bei diesem Bild stand dieser Hinweis. Das blaue Licht sieht ja beinahe so aus wie so ein Luminisant. Okay, da unten geht's weiter. Würde ich gerne kurz speichern. Ja, auch wenn wir beinahe nichts geschafft haben. Aber gut, da haben jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, würde ich sagen. Der Luminisant ist weg. Und wir können weitergehen. Wo bist du, Huey? Da. Okay, ich hoffe jetzt, dass wir nicht Daniela in die Arme laufen. Huey? Come on. Komm, Huey. Was hast du denn? Huey, was gibt's denn? Ich hab auch Angst. Ich hab wirklich auch Angst, Huey. Glaub mir. Come on. Komm mit. Ich will hier nicht alleine umherstreifen. Ist jetzt noch ein neuer Luminisant hier? Nee, sieht nicht so aus. Aber nochmal, was ist das für ein verkackter Garten hier? Okay, okay, okay. Oh, hier ist wieder die Mumie gleich. Oh Gott, wenn die jetzt nicht mehr da sitzt, dann drehe ich durch. Okay, die sitzt noch da. Okay, und jetzt hier rechts geht's weiter, ja. Okay, da kommen wir bestimmt bald in diesen Garten. Ich dachte schon, es wäre Daniela, die da steht. Diese Rüstung da. Der Huhn? Super. Mach mir diese Vase platt. Ist scheinbar nichts drin. Was mit dieser Dingens hier? Willst du nichts dazu sagen, okay? Huey. Komm mit, Huey. Oh Gott, ein rotes Fenster. Huey, wo bist du? Da. Oh oh, Huey. Huey? Wo ist sie? Huey? Da drin! Habt ihr sie gesehen? Da links! Kann ich sie ansprechen? Was zur verdammten Hölle macht die da? Man sieht sie echt wirklich nur so total schlecht. Aber da ist sie und ich weiß auch nicht, was sie da macht. Okay. Solange die da drin ist, ist sie eigentlich gut. Möchte mal hier durchgehen. Okay, Tür ist offen. Oh, das ist wieder eine Schreibmaschine. Oh, klasse. Kann sich Fiona wieder regenerieren, obwohl sie, glaube ich, keine Angst hat. Nee, es geht ihr gut. Ist egal. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Das ist gut. Da ist was. Edelantimon. Oh Gott, ich habe extrem Angst, Leute. Da in der Dusche. Was? 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 Da stand was. Das Fass ist voll stehendem rötlichen Wasser. Das was? Sie meinen vielleicht die Badewanne. Es ist wahrscheinlich nur eine Verfärbung durch Rost. Es sei denn, diese rote Farbe kommt von irgendetwas anderem. Ich hoffe ja nicht. Okay. Was haben wir hier? Die drei geistlichen Substanzen. Ein seltsames Durcheinander von Buchstaben und Zahlen. Ich frage mich, ob dieser Wandteppich eine tiefere, unterschwellige Bedeutung hat. Wir lesen mal kurz, was hier steht. Also da sehe ich zum Beispiel schon mal Salz. Da bei der 4.
Oder... Moment mal. Da steht Mercury. Da steht Arsen. Sulfur. Sulfur. Ist das ein Wort? Xenon steht da. Aber diese Buchstaben da, seht ihr? Da bei der 4. Da steht Salz. 4 Buchstaben. Mercury hat 7 Buchstaben. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Dann haben wir Salt. Mercury. Und da oben ist eine 6. Da steht vermutlich für Sulfur. Ist das ein Wort, Sulfur? Ich meine, da steht eine 6. Dann sind es bestimmt nur 6 Buchstaben. Oder Ulfurt. Nee, Sulfur ist es bestimmt, oder? Ich hoffe, das stimmt so. Wisst ihr was? Ich presse mir doch gleich mal so ein paar solche Dinger. Aber erstmal schließe ich die Tür. Aber sowas von. Dann lobe ich noch Yui. Oh ja. Good boy. Ja, wenn hier so eine Dingens da steht, so eine Schreibdingens, werde ich das gleich nutzen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Also ich mache mir eine mit Salz quasi. Ja. Dann mache ich mir eine mit Mercury. Wo ist Y? Da oben. Ah, komische Tastatur halt. Richtig geschrieben? Ja, ich glaube schon. Ansonsten wäre das fatal vielleicht irgendwann. Da mache ich mir noch eine mit Sulfur. Ich hoffe, das ist richtig. Sulfur. So, meine erste Eingebung. Ich hoffe, das stimmt. So, gibt es hier sonst noch was? Kann ich nach draußen blicken? Ich frage mich, was außerhalb dieses Stahlkäfigs, in dem ich gelandet bin, so vor sich geht. Rollo, öffnen? Ja klar, warum nicht? Nur blau. Wo sind wir? Was zum? Was ist das? Für ein Ultrafisch, bitte. Oh oh, da hinten. Shit. Shit, 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 shit! Yui, Attacke! Nein! Du dämliche Bitch! Yui, komm mit! Scheiße, wo lang jetzt? Kann ich hier weiter? Ja, hier komme ich weiter. Yui, komm schnell. Was ist das hier? Okay, Tür geht auf. Das ist schon mal gut. Was zur verdammten Hölle? Ich komme hier nicht weg! Der Bitch! Scheiße, scheiße, scheiße. Wo komme ich hier weg? Ich komme hier nicht weg. Ich kann mich hier nicht bewegen. Okay, das ist ein Karussell. Wie verstörend ist das denn bitte? Yui, komm mit. Oh Gott, da ist eine Uhr. Ich will die Uhr. Kann ich mich irgendwo verstecken? Nein, kann ich nicht. Yui! Hilf mir! Yui, mach doch was! Wo kann ich mich denn verstecken? Oh, Fiona! Shit, 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 ich muss was tun! Camille! Nee, das gegen Lebenskraft. Shit! Da, Lavendel! So. Fiona, du musst dich jetzt irgendwo verstecken, unbedingt. Aber wo? Shit, 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 Yui! Halt sie auf, Yui! Irgendwie! Gott, wo soll ich mich denn verstecken? Yui. Glaub, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. In diesem Zimmer da. Wo eigentlich nichts drin ist. Hier rein. So, und zu! Mach zu, Fiona! Gott, bitte.
Huey, geh aus dem Weg, bitte. Oh Gott, verschwinde. Verschwinde. Oh Gott, die mit ihrer Glasscherbe. Oh, na, nein, na, bitte geh nach links. Huey, geh von der Tür weg. Nein, nein, du sollst da rausgehen, zum Garten meinetwegen, und dann die Tür schließen, für immer. Gott, was war das? Shit, Huey, geh bitte auf die Seite. Nein, bitte nicht wieder da runter gehen. Ich muss da runter. Scheiße. So laufe ich ja doch direkt wieder in die Arme. Huey, komm da weg! Ja, was jetzt? Ich meine, da wo sie jetzt hingegangen ist, da sollte ich auch hingehen. Scheiße. Fiona? Come on. Scheiße. Ich sollte mich mit irgendwas ausrüsten, unbedingt. Das hier kann ich werfen, oder? Nee, kann ich nicht. Das hier kann ich werfen. Okay, aber noch nicht ausrüsten, sonst werde ich das verschwenden, vermutlich. Oh nein! Da ist sie. Okay, okay, okay. Nee, falsche Taste. So. Wir legen... nehmen das hier. Dann lege ich das hier ab. Und lass sie kommen. Komm her! Nein! Warum ist sie da nicht... Shit, shit, verdammte Scheiße nochmal. Greif an, Huey. Ja, friss das hier. Shit, weg. Huey, komm. Ich muss das hier werfen. Was? Ja, ändern. Zurück und schmeißen. Na, super gemacht, Fiona. Ganz große Klasse. Huey! Oh, danke. Los! Wir machen die alle platt. Nein! Huey, Attacke! Nein, Huey! Shit! Die killt mich! Ich kann nichts tun! Huey, greif an! Bitte! Irgendwie! Verdammte Scheiße nochmal! Ich kann nichts tun! Ja, Huey, los! Mach die Olle alle! Oh nein, Fiona, bitte steh auf! Nein! Oh Gott, Fiona, Fiona! Nein, du dämliche Biatch! Verfluch der Scheiße nochmal! Ich krieg die nicht klein! Ich brauche erstmal Lebensenergie. Dann nehme ich das Magnesium in die Hand. Oder das Edeldingens hier. Ausrüsten. Ja. Und Feuer! Ich hab wieder nicht getroffen, oder? Nein, Huey! Nein, jetzt ist sie schon wieder... Ich kann nichts machen gegen die Olle! Ich kann nichts machen gegen die Olle! Verdammte Scheiße nochmal! Nein, Fiona! Oh, Menschenskind! Fiona, steh auf! Huey, tu was! Was zum... war das denn? Ach du verdammte Scheiße. Hatten sie alle erwischt. Was hat die mit Fiona jetzt gemacht? Aber habt ihr gesehen, ich bin die Olle echt nicht losgeworden. Das Kämpfen, es bringt auch irgendwie nix. Naja, hilft alles nichts. Ich würde sagen, das war's für heute mit Haunting Ground. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.